Wir sind wenigstens nicht mal mit dem Schlurp fertig. Oh ja. Hat ja fast nicht lang gedauert oder so. Nur 2 Stunden. Ja. So, du kommst... Nein, Moment. Falsche Box. Du kommst da rein. Und die lassen wir wieder alle frei. Womit züchte ich? Mit einem Ditto. So. Muss ich dich mal auf Level 44 noch. Bei. Du bist. Ich kann mit dir gar nicht züchten. Du bist weiblich. Derp, derp, derp. Egal, ich kann aber trotzdem. Tuska. Kann Tuska Tiefschlag als Zuchtattacke lernen? Kannst du kurz mal wieder nachschauen? Muss ich mal eben schnell ein männliches Tuska machen. Kann ich zumindest das Wesen weiter vererben. Bei dich brauche ich erstmal noch nicht. Bei dich muss ich auch noch in weiblich züchten. Würdest du Tiefschlag? Ja, kann es Tiefschlag lernen? Mhm. Dann brauche ich dich nicht. Ich habe nicht zufällig noch einen Tuska übrig. Von der Zucht. Moment, ich habe noch Tuska gesehen. Ein männliches. Ja, das ist gut. Wann lernt noch Tuska Tiefschlag? Tuska? Noch Tuska. Hätten wir das schon mal. Kann ich das dazu Zucht nehmen? 41. Gut, das sind nur 10 Level, das geht fix. Das heißt, wir machen uns erstmal ein weibliches Gladiantri. Dann muss ich Tuska noch ein bisschen hochleveln. Kann ich nicht gleichzeitig machen. Ich muss jemandem einen Keks geben? Nö. Weil wenn ich mit einem weiblichen Noctuska züchte, kommt am Ende ein Tuska raus, kein Gladiantri. Das ist das Problem. So, du kannst die Eier behalten. So, hallo. Ich möchte Schlupf wieder mitnehmen. Hat das noch überhaupt das richtige Wesen? Das wäre gut zu wissen. Bist du hart? Nee, du bist still. Jetzt muss das Wesen auch noch drauf züchten dann. Na dann. So, nimm das mal weg und lass Gladiantri hier. Magst du Schlupf noch wegmachen? Mach ich gleich, wenn ich wieder in den Lumina herumfahre. Bei Gladiantri kann man ja auch einfach fangen, oder? Wo gibt's denn Gladiantris? Das müsste man manchmal irgendwo fangen können. Route 15 oder die Hotelruine. Ist das selten auf Route 15? Na komm, gehen wir es fangen. Aus einem roten Blumenfeld, da ist es häufig. Dann gehen wir ins rote Blumenfeld. Nee, ich habe, glaube ich, so gut, wenn, dann habe ich wahrscheinlich auf der Box, auf der Bank ein Pandir. Die Sache ist, kann Pandir sich aber mit Zwirfinst paaren? Und das wage ich zu bezweifeln. So, Route 15. Ja doch, okay. So, suchen wir uns mal ein rotes Blumenfeld.
Wäre, glaube ich, von der anderen Seite viel einfacher gewesen. Weil ich von dieser Seite aus surfen muss. Oder über eine Brücke. Zumindest muss ich da durch irgendwelches Gras durch. Massenbegegnung Panny sieht aus wie eine Horde Betrunkener. Ja. Ein Panda, der sich mit einem Geist paaren soll. Das klingt merkwürdig auf jeden Fall. So, wo haben wir denn rotes Blumenfeld überhaupt? Da. Ist das überhaupt rot? Orange, rot. Sollte passen. Ah, da guck mich doch nicht so an. Felinara, jetzt wackel da nicht so rum. Was? Flucht gescheitert? Felinara, please. Du musst dir wohl anscheinend das den Rauchball geben. Jetzt eigentlich ganz viele weibliche Pokémon jetzt entgegenkommen, weil sie alle was von Felinara wollen. Da haben wir schon unser Gladiantri. Bist du weiblich? Bist du weiblich? Sehr gut. Dann kommst du auch in den Luxusball. Zumindest versuchen wir es mal. Gewissheit. Autsch. Das ist nicht sehr effektiv, das tut aber sehr weh. Lass uns ein bisschen unseren Charme spielen, weil das Ding sehr weh tut. Oh, Siegeswille. Machst du gut. Wollte ich sogar mit Siegeswille nicht haben? Ja, das ist sogar direkt die richtige Fähigkeit. Sehr schön. Nee. Bleib doch mal drin. So, hier, kann auch Duska die schwächen? Nicht effektiv. Ich lass mal Bratvogel drin. Vielleicht verbrennt er es. Sieh es. Ja, sieh es. Pokémon. Männliche Schlurp und männliche Schlurp. Ja. Ach komm. Bleib doch drin. Komm, verbrenn dir mal die Finger. An diesem wunderschönen Vogel. Ich schmeiß währenddessen weiter die Bälle an den Kopf. Wenn die Luxusbälle nicht unbedingt die besten sind. Na komm, verbrenn dich. Ich hab auch den Flammenkörper, oder nicht? Doch, müsste. Na? Ja, du willst es doch auch. Anscheinend nicht. Ja. Na, endlich mal. Flammkörper. Das ist, ich merke schon, es ist kein Ramot-Flammkörper. So, mal gucken, ob so ein brennendes Gladiantri vielleicht eher im Ball drin bleibt. Anscheinend nicht. Ich kann dich trotzdem nicht angreifen. Ich töte dich damit nur. Ich will das Ding noch nicht töten. Gerade der Flammenblitz. Ach komm! Ich will einfach mal den Bratvogel Dingens geben, Beulenhelm zum Schwächen. Du hättest einfach einen Flottball werfen sollen. Ja, aber ich will doch einen schönen Ball. Ja gut, oder ich mache ein Schnäppchen fangen. Ja. Geht auch. Oh, ein Plus Level 32 nebenbei noch. Noch 9 Level. So, hätten wir das schon mal. Joa, Siegeswille hast du. Aber solo und hinterhältig. Das passt irgendwie. Moment. Noctus kann man nach vorne. Drücken noch Glücksei in die Hand. Und fliegen zur Liga.
Dann müssen wir das noch erstmal vorbereiten. Diese Arbeit. Hätte man alles im Vorfeld machen können. Was habe ich gemacht? Ich spiele lieber Wind Waker. Du hast gekocht. Und hab gekocht, ja. Ich habe gecheatet. Wait. Habe ich das? Wie verbreiten sich Titus, wenn sie kein Geschlecht haben? Durch Zellteilung. Mhm. Ich finde, das ist eine logische Erklärung. So, das Gladiantri kann mal hier bleiben. Das kommt da hinten in die Box. So, und jetzt gehen wir fix mal eben. Züchte mal einen Golbat. Ich habe schon X-Bat gemacht. Ich wollte gerade eigentlich noch die EP-Kraft aktivieren, aber gut. Volpolle konnte es nicht abwarten zu sterben. Ich muss Felinara noch den Rauchball wegnehmen. Finsteraura. Das tut ja schon fast weh. Hier, friss mein Stahlflügel. So. Upp, upp, upp. Jubilienstift. EP-Kraft. Hab ich nicht. Sehr gut. Wenn ich genug Punkte habe, dann halt EP-Kraft 1 nur. Hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte ich Level 2 auch machen können. Golbat als mit Evoliten? Na dann. Klingt interessant. Habe noch nie drüber nachgedacht. Oh, ein Power Punch. Wie nett. Das hat ja schon fast weh. Hat man überhaupt gute Verteidigungswerte, um den mit Evoliten zu spielen? Keine Ahnung. So, Noctusken Level 33. Naja. Knapp 300. Wenn man es gut spielt. Ja. Na gut, wie es mit den Tiers ist, ist mir eh total egal. Weil ich eh nicht auf die Tiers achte. Ich ziehe jedes Pokémon gegen jedes ein. Von daher. Klingt gut. Hey, guck mal, ein Schlurp. Hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Oh Gott. Komm her, Schlurp. Ich töte dich. Bevor du mich tötest. Fliegen auf den Kopf und fertig. Auch wenn die Schlurps echt nicht viel Erfahrung bringen, aber gut. Warum ich hier die Strepoli farbe überhaupt? Ich level gerade ein bisschen. Snoktuska muss ein paar Level noch aufsteigen. 7, um genau zu sein. Hab ich noch ein paar Sonderbonbons. Tarnstein hast du mir gerade hingeschmissen. Hier, das ist mein Stahlflügel. Natürlich auch noch Robustheit. Und Explosion. Ja, dann. Ciao, ciao. Der Vogel hat es trotzdem überlebt. Hm? Jetzt haben wir diese Animation mit der Zunge. Schlurp. Das Problem ist leider, die ist glaube ich, der Ort, an dem man am meisten Erfahrung bekommt durch wilde Pokémon. Wir sind hier gerade genau bei Lied 2000.
glaube, wenn ich gerade dabei bin, kann ich mich aber eben Ruhe orten. Jetzt wird aber das mehr abgezogen. Egal. Nutze doch den EP-Teiler. Benutze ich doch. Aber durch den EP-Teiler wird es dann noch länger dauern, weil ich ja nur die Hälfte der Erfahrung bekomme. Von daher mache ich es mit Auswechseln. Ja? Bratvogel? Gut. Ich wollte schon sagen, der wollte nicht mehr runterkommen. Bratvogel ist beim Fliegen oben an die Decke geknallt oder so. Stachler. Na, noch nicht so ganz die richtige Attacke. Und die P-Kraft hat nachgelassen. Ich habe nicht zufällig genug. Nee, ich habe nicht genug Punkte. Ich könnte aber eine Spielsynchro machen und mir mal eben ein paar Sonderbonbons einfach holen. Das geht schneller. Pokémon Global Link. Ich habe gerade keinen Bock, da noch weiter zu leveln. So, nehmen wir mal das Glücksei wieder weg. Ja, du kannst gerne dein Team heilen. Zumindest sind die Sonderbonbons auf Pokémon Global Link nicht so teuer. Dann kann ich auch schon direkt die ganzen Pokémon mal mitnehmen und dahin gehen. So, du kommst mal mit. Fällt gerade ein, ich will ja gar nicht Pandia für einen Tiefschlag hier drauf packen und nicht auf Zwirfenst. Was hatte ich gerade Zwirfenst? Was? Moment, sie sind. Nein! So wollte ich eine zusätzliche Software registrieren. Ich wollte Pokémon XY registrieren. Ah, ich drücke mal die falschen Knöpfe. So, einmal dahin. Achso, ja, bin auf zusätzliche Software registrieren gegangen. Bin auch gut. Und intelligent. Krabbel mit Schaufler, New Meter. Ja. So, der Pokémon Mein Club. Ich kann währenddessen ja schon mal hier drauf gehen. Eine Internetverbindung herstellen. Denn ich muss gleich eine Spielsynchro durchführen. Pokémon Shop. Ich brauche 41, war das, ne? Mhm. Dann brauche ich 6 Sonderbonbons. Ja, damit ich meine geplanten Movesets nicht vergesse, schreibe ich mir mal alles auf. Jetzt kannst du auch gerne meine Verbindung herstellen zum Internet. Mein lieber 3DS. So, 6 Stück, kostet 1500. So, und zurück zum Pokémon Mile Club, whatever. Komm. Stell der Verbindung richtig mal her. Du musst ja wohl hinbekommen. Das hast du gestern auch noch. Vorgestern. So. Was? Warum? So, da hinten. Da ist dein WLAN-Modem. Hier. Internet, please. Ein Trombock mit Phantomkraft habe ich mir sogar gemacht. Komm, hier, verbinde. Ja? Ja? Ich folge einfach das ganze Internet über meinem Laptop. Hier, Verbindung wurde hergestellt. So, jetzt mal schnell eine Spielsynchro, bevor es mich schon wieder abkackt. Spielsynchro durchführen. Komm, das schaffst du noch. Ich glaube an dich. Hat er die wenigstens durchgeführt? Nein. Erst vorgestern das letzte Mal. Sollen wir wieder mit dem Internet verbinden? Nee, nur die ist auch ver- Ey! Das verarscht mich doch nicht. Boah, Internet. Ja, das denke ich mir auch gerade.
Können wir das WLAN-Kabel mal herholen? Vielleicht klappt es ja dann besser. Ja. So, Spielsinn wurde abgeschlossen. Danke! Bevor er mir gleich noch rummeckert, so weg mit der Internetverbindung. Ja, die dramatische Musik gerade zu dieser Verbindung, ne? So, gib meine Sonderbonbons. Hm, wo haben wir die denn da? 6 Stück. Düdüdüdüm. 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 Und düdüdüdüm. So, du versuchst Tiefschlag zu erlernen. Ja, hier. Tschüss, Finte. Yay! Jetzt können wir mit dem zweiten Pokémon mal anfangen. Sich kann ich ja direkt einfach mal das harte Ditto schon mitnehmen. Eigentlich kann ich ja das harte Ditto sogar als erstes machen. Dann habe ich schon mal. Aber nee, dann habe ich nachher am Ende kein weibliches Gladiantri mehr. Erst die Attacke drauf, dann das Wesen. So. Haben die irgendwelche guten DVs? Hat das Noctuska vielleicht gute DVs? Immerhin Spezialverteidigung und Init. Das kann man ja gerne weitergeben. Nee. Fatum, 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 Knoten da. So. Dann. Ich kriege jetzt ein paar Pokémon. Moment, ich habe ein Pokémon noch drin. Ach ja, Ditto. Ditto, komm her. Ich habe dich ganz vergessen. Ups. So. Tuska einmal. Also ich finde, Blättertanz ist eine echt schöne Pflanzenattacke. So, jetzt haben wir das Ditto mal kurz hier. Tap, 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 tap. Falsche Box. So. Joa. Und fahren nun wieder ein bisschen im Kreise. Bis da ein Ei rauskommt. Und ich hoffe, dass da weiterhin das Gladiantri den Siegeswillen hat. Und ich plötzlich meinte, hey, ich kann mich konzentrieren. Ich habe keinen Willen mehr, aber dafür kann ich mich konzentrieren. Oder so. Vielleicht haben wir ja Glück und das Gladiantri geht einfach so fix, dass es nach der zweiten Runde schon raus ist und so. Ich nehme sich jetzt aber mal 2 mit. Ich kann nicht verstehen, dass die Kappas nerven. Ich finde die witzig. So, manchmal wünsche ich mir Kappas auch in manch anderen Chats. Oder so. Keine Ahnung. Auf Ask. Oder auf Skype. Oder auf YouTube. Der passt so überall hin irgendwie. Nee, ich hab Zwölf jetzt noch nicht gemacht. Wir sind ja auch erst bei Cesurio jetzt. Schön die Liste entlang. Mögen die sich überhaupt da drin? Nein. Sollen die es trotzdem treiben? Kappa für Facebook. Gut, Facebook benutze ich eh nie, von daher. Kappa ist der Symbol für einen Witz. Der Symbol vor allem. Yep. Bist du auch der Symbol? Jedenfalls.
Dann habt ihr alle Kappa geschrieben und da ist er voll ausgegangen und hat euch alle getimeoutet. Sehr gut. Bei YouTube muss man auch nicht mehr Hashtag Kappa schreiben. Na komm. Ein Ei kriegt ihr wohl noch hin. Los Noctuska. Los Gladiandri. Ihr seid beide ein bisschen stachelig. Das tut euch doch nicht weh. Ich habe eben keine Lust mehr. Die haben Lust zu haben. Ich bin ihr Trainer. Ich befehle ihnen jetzt, ein Ei zu machen. Ja. Ja. Alles im Namen der Wissenschaft. Mhm. Na bitte, siehst du? Die hören doch drauf. Sind auch für die Wissenschaft. So, und die beiden kannst du mir wieder zurückgeben. Weil ich mal stark davon ausgehe, dass doch mindestens eins von den beiden Siegeswillen haben wird. Sonst wäre ich sehr traurig. Track Nummer 666. Ja, das stimmt. Sehr gut. Weg. Und wo sind sie nicht? Sie haben ja schon zwei Eier rausbekommen. Du kommst nachher wieder auf die Bank und kannst eigentlich nur die Box da machen. In der Mitte haben beide Konzentrator und ich muss nochmal zurückzüchten. Ich habe mich noch gefragt, was denn Track 666 ist. Ja, jetzt wisst ihr es. Irgendwas von Phoenix Wright. Und gleich kann ich auch endlich mal Schlurbleck aus der Liste nehmen, damit ihr nicht meckert. So. Schlurbleck ist das hier, ne? Hm. Würde ich irgendwie direkt sehen, welches das da ist. Okay. So, Block weg. Gehen wir mal weiter runter. Dann passt's. Können wir mal gucken, was Track Nummer 1337 ist. Das wäre das hier. Ja. So, und schöne Musik. So, Gladiandri Nummer 1. Was meinst du, kommt da nochmal ein Shiny? Nein. Dann bekommen wir halt ein rotes Gladiandri. Jo. Und wir möchten ihm keinen Spitznamen geben. Gut, wie es aussieht, kann ich mit meinem eigenen Chat gerade nicht mehr purgen. Okay. Was willst du? Der da. Und der da. Okay. Und den da oben eigentlich auch. Das ist Sui im Hintergrund, natürlich. Ja, Glück beim Züchten könnte ich gerade sogar gut gebrauchen. So, wen habe ich jetzt vergessen? Na gut, der ist eh schon weg. Dann lassen wir das. Beim nächsten Mal dann. Princess Sui wohlgemerkt. Keine Movesets hier bitte. Artet wieder dann in zu viel Spam aus. Gibt's die O-Kraft Glück? Die hätte ich auch sehr gerne.
Ich habe noch keine Zwirlichts. Auf der anderen Seite habe ich auch noch einen Schlurp. Weil jetzt will ich mir sowieso eh weiter züchten, von daher. Bringt es mir jetzt auch nichts, ins irgendwie groß rumzutauschen. Los, komm, Gladiantri. Ein interessantes Moveset für einen neuen Tanz von Jan. Das können wir auch schon fast timerunden, finde ich. Ich kann es zumindest purgen, wenn du möchtest. Nee, nee. Oder gleich einfach bannen. Für immer. Ach, dein Don Metroid, da ist sicher nichts dagegen. Nein. Ich habe keine Ahnung, was mit Team ich mir in Oras mache. Ich guck, was mir vor die Füße springt. Und sag mir, yo, du kommst ins Team oder no, du kommst nicht ins Team. So, haben wir ein Siegeswillen-Ding oder haben wir kein Siegeswillen? Wir haben ein Siegeswillen, okay. Und es hat auch den Tiefschlag. Was ist das andere für ein Wesen? Ein mutiges. So, mit dir züchten wir nun weiter. Du bekommst jetzt erstmal dein hartes Wesen. Was mich mal interessieren würde, hast du denn gute DVs abbekommen von dem Notuska? Yo oder no? So, mein liebes Gladiantri, was hast du denn für Werte? Zeig sie uns doch. Offenbare uns alles, was du hast. Naja. Verteidigung und Spezialangriff hat es genommen. Gut, den Spezialangriff braucht es nicht, aber die Verteidigung ist schon mal ganz nett. Hm, so, sind das Ditto eigentlich? Genau die gleichen. Ja. So, dann bekommst du den Ewigstein. Ich guck mal, was er vor die Füße springt. Ein Hase? Ein Grashüpfer? Ja. Und ein Phantomknoten. So. Kreuzen wir einen Hase mit einem Grashüpfer. Dann ist ein Haskrüpfer. Nicht das jetzt falsche. Nee, doch, das ist das mit Konzentrator. Cesurio spiele ich mit Full Init. Wie wär's denn mit einem richtigen Hasen? Oho. Solche Sachen kommen jetzt hier. Da müsste ich jetzt theoretisch hoffentlich auch nur ein Ei brauchen. Außer das Pokémon denkt sich wieder, wie? Siegeswill? Nein. Ich bin willenlos. Ich brauche keine willenlosen Gladiantris. Richtiger Hase-Hype. Wollt ihr alle richtigen Hasen sehen? Moment, ich zeige euch einen richtigen Hasen. Tust du das? Ja. Sicher? Ja. Das ist ein Hase. Ich habe ihn einen richtigen Hasen gezeigt. Mukayo bekommt ein physisches Moveset. Was genau, werde ich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen überdenken. Ja, mal gucken. Grabbit incoming. Ja. Da hat schon jemand geahnt. Und Ingredium bitte nicht so zu irgendwelchem Spam aufrufen. Vor allem nicht, wenn hier jemand Hunger hat. Hast du Hunger? So ein bisschen, ja. Lucario mit Tackle. Ah ja, die Story, die Christian mal erzählt hat von dem richtigen Hasen. Ich erinnere mich. Kennst du diese Story? Vielleicht, aber spontan nicht. Ich glaube, das war so, dass Christian gerade bei Yu war und irgendein Cousin von ihr da gerade da war und die haben da gerade Pokémon gespielt. Und
Ich weiß nicht, welches Pokémon er dann irgendwie zufällig gesehen hat bei Christian. Da meint er, das ist aber ein schöner Hase. Und er meint, hat Christian so einfach mal so ziemlich geisterwesen, ich kann ja auch einen richtigen Hasen zeigen. Ja. Und da haben die sich alle erstmal schlapp gelacht dabei. Kann ich mir vorstellen. So, komm. Ah, der hat Glurak gesehen. Ich kann man Glurak mit einem Hasen verwechseln? Die Hörnchen auf dem Kopf vielleicht, aber sonst? Kann man auch eine Giraffe mit einem Hasen verwechseln? Schon, natürlich. Jo, ab heute sind alle Giraffen Hasen. Ihr habt's gehört. Der Jan hat gesprochen. Das Ding ist eindeutig eine Raupe. Ja, so eine richtig rote Riesenraupe. Moment, es ist kein Nilpferd? Nein. Es ist eine Raupe. Nein. Meine komplette Kindheit war eine Lüge. Deswegen heißt es auch Glurak. R wie Raupe. Ja, aber... In Nilpferd ist kein R drin. Aber G wie Nilpferd. Ich weiß, das ist auch ein Argument, aber trotzdem... Glurak Hase, der zu viel Red Bull getrunken hat. Auch gut. Der Red Bull verleiht Flügel. Tja, mir wachsen keine Flügel. Ich trinke gar kein Red Bull. Mag das Zeug auch nicht. Nope. Bio-Unterricht mit Jan. Oder eher Pokémon-Unterricht. Was glaubt Jan, tritt dann noch seinen Tiefschlag? Ja. Und das A in Glurak steht auch für Medusa. Der wird auch nie alt. Jan, die Frauen haben immer recht. Nein. Doch. Nein. Doch. Glurak ist ein Huhn. Das A in Jesse steht für ausgezogener Chat. Wait, what? Gut zu wissen. Oder für den ausgezogenen Don Metroido, der sowas schreibt. So, Brutkraft. Die beiden hier mal ein bisschen schneller ausbrüten. Zack. Und woher kommt das Ei Medusa? Ja, von Medusa natürlich. Alles kommt von Medusa. Das Ei in meinem Namen auch? Ja. Einfach unmöglich, das letzte Wort zu haben. Man muss sich einfach anpassen. Ja, der frühere Tintoxa-Eintrag. Naja, irgendwo, ich sag mal, wäre es logisch, dass man Medusa auf Tintoxa bezieht. Weil Medusa ist eine Quallenart, aber dahin zu schreiben, das A kommt von Medusa, weil Tentakel, toxisch, Medusa. Ne? Versteht, worauf ich hinaus möchte. Hoffe ich mal. Nimm mal eine Zahl zwischen 1 und 2300. 168. 168 ist... Golden Sun. Was 12 Sekunden lang geht. Das wusste ich. Ja. Das A in Ja steht auch für Medusa. Wofür steht das J? Für Jan? Jan Medusa quasi. Moment. Was willst du mir damit sagen? Ich bin eine Qualle. Es gibt Quallen, die sind unsterblich, weil die sich, wenn sie irgendwann zu alt sind, können sich quasi wieder in den Zustand ihrer Jugend zurückversetzen. Ja, aber... eine komische, schwabbelige, tentaklige Qualle. Dann bin ich doch lieber ein Mensch. Ja. Ich mach mir aber... Ihr könnt euch davon ausgehen, dass alle Pokémon, die wir heute gemacht haben, physisch werden. Von daher auch das Zwirfens wird physisch.
Jan Medusa, Fanart incoming. Nee. So. Oh, da haben wir sogar unser Siegeswillen-Pokémon. Das ist hinterhältig. Passt doch perfekt. Hat er denn nicht mal einen Luxusball gehabt? Wo ist der Luxusball hin? Den hat er aufgegessen. Ditto, mach doch nicht immer die Luxusbälle kaputt. Egal, haben wir einen normalen Ball. So. Dann gib du mal den Ewigstein weiter. Und du nimmst den mal weg. Und dann schauen wir mal kurz mal die DVs. Was ist der Plural von Medusa? Medusi? Hätte ich jetzt theoretisch gesagt. Das eine Medusa steht dann auch für Medusa. Medusaception. Jan, zeig uns deine Tentakel. Da wurde ja schon mal gesagt, ich habe ziemlich lange Finger. Das sind alles in Wirklichkeit Tentakel, die nur eingezogen sind. Verteidigung und Spezialangriff weiterhin. Okay. Also Verteidigung. So. Nur Weibchen vererben den Ball. Ach so. Okay, gut zu wissen. So, dann brauche ich das nicht. Das behalten wir und das brauche ich auch nicht. Das Smiley dahinter. Was denn? Svenja ist eine Medusa. Ja. Bam, bam, bam. Nein. 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 Was? Bin ich nicht. Ach so. Warum kämpfen wir mit Zwirklopp öfter als mit Zwirfinst? Weil Zwirklopp mit dem Evoliten besser defensiv ist als Zwirfinst. Zwirfinst ist eher für Offensive. Nur die Weibchen vererben den Ball, dabei haben doch die Männlichen die Bälle. Ja, deswegen, die behalten sie für sich. Die Weibchen geben es weiter. Macht Sinn. So, jetzt können wir endlich mal mit dem Züchten richtig anfangen hier. Achso, weil Svenja Medusa ist, zeigt sich nie vor der Cam. Weil du sie alle sonst versteinern würdest. Und das willst du ja nicht. Warum bist du da nicht versteinert? Ich bin auch immun gegen Stein. Ich habe einen Steinschutz. Ach so. Du weißt doch, ich bin hart und mag es zu essen. Ja. Wenn ich weiß, woher das kommt, solltet ihr euch schämen und ganz fix mal die Streamaufnahmen von Svenja anschauen. Von ihrem Pokémon. Y war das? Mhm. Von Y-Stream. Du hast auch das perfekte Wesen bekommen. Ja. Das ist eine steinharte Zunge, die ich da habe. Damit kann ich Wände zernichten. Ja, fast. Vernichten. Mhm. Und da noch eins. Steinschutz wirkt nur zu 50%, aber es gibt einen Steinwall, der wirkt zu 100%. Jan, der harte, glitschige, gefräßige Frosch. Geh einfach zu Eclair1408 oder guck auf meinem Kanal bei den vorgeschlagenen Kanälen. Da findest du sie ganz fix. Dass da schon wieder alles zitiert wird, ne? Mhm. Leute, woran ihr immer denkt. Na komm. Gib mir Eier. Ein spezielles Mega-Garados. Wir sollten eine Zitatliste machen. Die gibt es. Zumindest von alten Zitaten. Hat. Wer hat die gemacht? Kumlong? Ja. Ja. Hat Kumlong da so eine ganze Menge mal gemacht. Ich kann ja mal gucken, ob ich die wiederfinde. Dann kann ich ja ein paar nochmal vorlesen. Diese Musik, während du da rumfährst. Ja.
glaube, es erklärt. Jetzt machst du schon Werbung für fremde Kanäle. Fremd würde ich das nicht nennen. Porno-Fee? Das ist eine ganz normale Fee, wie sie auch in Ocarina of Time und Majora's Mask gibt. Ich verstehe nicht, was Porno dran ist. Aber die Lache ist echt ätzend. Ja. Und in den alten Spielen konnte sie noch mit den Pyramiden, die sie da hatte, noch ein Auge ausstechen. Ich kann ja mal gucken, ob ich die Zitateliste vielleicht sogar noch hier habe in den Nachrichten. Kann ich ja mal ein paar vorlesen, während wir hier wieder im Kreis fahren. Hab ich den noch da drin? Nein, da wollte ich nicht drauf gehen. Ich will doch nicht drauf gehen. Sein. Hier drin? Aber ich glaube, die sind nicht hier. Da, Zitate. Hab gefunden. So, was habe ich denn alles Schönes gesagt? Irgendwas hat er gerade mit mir geredet. Jan 2014. Ich höre Stimmen. Jan 2014. Ich plane, wie ich möglichst viele Menschen in möglichst kürzer Zeit töten kann. Von hinten, was ich ja so gerne mache. Punkt, Punkt, Punkt. Man kann nie genug Brüste haben. Was? Von hinten durch die Brust ins Auge. Ich möchte mich selbst benutzen können. Ich geh dann mal, ne? Heiße Schokolade ist tot. Bah, hier doch nicht. Wir gehen schon hinten rein. Wenn's passt, dann passt's. Statt guten Morgen dem Lehrer einfach eine Janschelle ins Gesicht schmeißen. Falls ihr wieder eure Punkt, 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 Kräfte trainieren wollt, schmeißt sie mir in den Kopf. Ich weiß, du willst es. Ihr seid beide heiß. Ja, meine Lüge ist eine Lüge. Dann spiele ich mit anderen Sachen rum. Ja, aber dieser eklige Hustensaft hat dich ja vielleicht sauber gemacht. Ja, 2014, ja, 2014. Was hat Eclair mit Karamell zu tun? Gute Frage. Keine Ahnung. Ich mag kein Karamell. Dann sollst du auch kein Karamell bekommen. Was haben wir noch? Punkt, Punkt, Punkt. Schelle könnt ihr mir geben, wann immer ihr wollt. Mit kleinen Kindern spiele ich nicht, die verprügele ich nur mit meinem Patronhieb, das weiß man doch. Und dann schubse ich sie von der Brücke. Och, poppt doch nicht so schnell. Das klingt nach Virus. Ich bin voll der Fehler. Ich habe einen Tischfetisch. Ich bin eine Meerjungfrau. Ich bin doof. Ab und zu habe ich auch meine schlauen Momente. Ich hab doof. So. Ah! Was hast du so alles gesagt? Ja, was haben wir denn hier oben noch ein bisschen? Meine Güte, bin ich dick. Wie kannst du leer sein? Ich hab dich nicht benutzt. Bin voll der Cock, oh yeah. Was? Moment. Was? Was bist du? Was musst du noch mal erklären? Den Gummlung mal erklären. Was haben wir noch? Oh, jetzt ist unsere Rosalina aber feucht. Huch, sie sterben mir alle weg. Egal, ob das gewollt ist, egal, ob das gewollt oder mit Absicht war. Da hat er es mir wieder gegeben, von hinten. Lass mich in dein Bett steigen. Deine Mutter singt im Schlaf. Doch, also nein. Gut. Ich komme. Oh, jetzt bist du gekommen. Ich bin ein Mädel. Was? Das wüsste ich. Du bist nicht mehr benutzbar. Mein Fuß hat ihm sicher sehr gut geschmeckt in seinem Auge. Kannst du mal bitte endlich hart werden? Ich muss mich erstmal anzünden. Musst du das? Wir nennen uns Namenseingabe. Leck mich an meinem Klingelingeling im Hintern. Du machst mich fertig. Das Internet hat mich geheilt. Ich bin doof. Manchmal habe ich meine schlauen Momente. Ich hab doof.
Ich verprügle gerne kleine Kinder. Wir können ja das schöne Harry-Emote ein Foto von mir mit Taja-Cosplay nehmen. Nope. Kotz mich, an. Ich mäste meine Poco nur, um sie zu essen. Spielen wir zum Abschluss noch ein bisschen mit Evoli rum. Interessant. Wir sind noch nicht durch, ich habe noch eine Menge. I'm a fucking ditto. Ich denke selten an Gefühle, du weißt doch, was für ein kalter Mensch ich bin. Ich werde sowas von mit dir spielen. Dass sie gar nicht mehr weiß, wie ihr geschehen ist. Ich bin gern an vielem schuld. Kaum war ich drauf, war ich wieder weg. Ja, ich nehme alles, was mir vor die Flinte kommt. Ich knalle auch gerne, Kühe. Was? Schön wieder ein Gegen, der einfach mal rausgenommen wird. Moment. Kann ich da jetzt echt? Geil. Doch, ich kann Frauen schlagen. Ganz gut sogar. Das will ich sehen. Dann trete ich aber zurück. Okay, wenn wir die nächsten Dinge ausbrüten, können wir ja dann weitergucken. Willst du das wirklich? So, wir haben 2 mit Siegeswillen. Das ist das und das da drunter. Schiebe ich das mal da runter. Und gucken, ob die zu gebrauchen sind. Wer auch immer die Liste hat, soll sie aktualisieren. Was meinst du mit Kampfhausregeln? Kampfhausregeln? Kampfschlossregeln habt ihr unten geschrieben unterm Chat, oder? Kampfschloss oder Kampfhaus? Kampfschloss. Ja. Das ist für das Projekt, was ich habe, was es dafür Regeln gibt. So, was hast du denn? KP, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Wow. Jantri, please. Svenja goes rage. Naja, wenn er mir sagt, er will gerne Kühe knallen, dann finde ich das schon nicht so lustig. Perfekte Sammlung für die Bewerbungsmatte. Mappe. Wer kennt sie nicht, die Bewerbungsmatte? Ja. So, dem fehlt alles bis auf KP. Nein, andersrum. Der hat alles außer KP. Ich glaube, da benutze ich sogar das Weibliche. Jan und Sui vor allem. Hallo Sui. Habe ich so eine tiefe Stimme oder hat er so eine hohe Stimme? Fragt sie nur, was von beiden jetzt für wen am schlechtesten ist. Also ich bin genauso groß wie er. Ja. Aber trotzdem. Nehmen wir das Weibliche weiter. Ich bin kein Spottel. Ja, Akarin, du hast gerade eine ganze Menge Zitate verpasst. Ja, das war ich auch noch am besten, diese Reihenfolge. Ich bin doof. Manchmal habe ich meine schlauen Momente. Ich hab doof. Ja. Die Bewerbungsmatte muss auf die Liste. Das kennt ja wieder jemand eine Liste führen oder so. Ja, das ist Zelda-Musik. Wie auch da steht. Wir brauchen einfach offizielle Zitate-Sammler einfach in jedem Stream. Ich hau leider ab und zu viele gute Sachen aus. Das mit dem Kampfschuh wird einfach random ausgelost, wer da mitmacht. Langsam fühle ich mich veräppelt. Du willst ja einfach nur verarschen. Ja. Ich hätte den nur 3-mal gleichzeitig angezeigt. Weil der Titel zu lang ist, deswegen geht mehr nicht. Das ist so, und klar, die andere wieder rein. Was für die Faust hat das Ditto? Alles. Alles und noch viel mehr. So, dann kann ich dich mal freilassen. Und weiter rumlaufen. Ja, ich habe die One Piece Folge schon geguckt. Aber das ist heute nicht das Thema. Ich merke gerade, wir können mal noch mal wieder ein bisschen Werbung machen. Und ja, danach dann weiter Cesurio oder eher Gladiantri hier bekommen. Boah, Jan, mal kürzere Titel. Beim nächsten Mal dann. Also bis gleich.
So, da sind wir wieder. Hallo. Nebenbei, das Dingens wird auch ohne Abschlag sein, das Cesurio. Weil ich für Abschlag in der 5. Gen züchten müsste. Um es dann per Move-Twitter beizubringen. Und da ich meine Pokémon alle in der 6. züchten möchte. Nein. Du wolltest noch was Schönes in die Kamera halten? Ja, das ist auch so direkt vor deinem Gesicht. Das passt dann so quasi, das ist mein Gesichtersatz. Das Timing, ne? Kevich, das Timing. Ja. Heute noch keine Spende, so geht es aber nicht, Kappa. Piers, mal sehen, welche Spiele du interessant fandest, wenn die Umfrage da ist. Ja, ich werde das dann mal die Tage dann machen, auf jeden Fall vor dem Smash-Stream noch. Ah. Du hast doch nur drauf gewartet, Kevich. Auf jeden Fall trotzdem sehr vielen, vielen Dank. Sehr gut. Also ich fand die Anstelle wunderschön. Ja. Moderne Kunst. Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte sie an den Schrank legen, aber es hat nicht gehalten. Der Schrank hat gesagt, nein. Ja, das war wirklich sehr passend. Ich werde Hokage. Moment, was? Weißt du, jedes Mal, wenn du die Janstelle in die Kamera hält, wird was gespendet? Das hab ich auch gerade gedacht. Diese Janstelle hat eine große Kraft, darf sie nicht ausnutzen. Halt dich am besten damit zurück. Du musst sie nur einmal ins Bild halten. Genau. Die schlüpfen alle aus. Weil das Pokémon würde ich nicht unbedingt süß nennen. Es guckt zwar so hier und da ein bisschen süß, aber das Ding ist eine einzige Klinge. Yep. Wenn du das Ding mal umarmst, hast du ja doch 3 Löcher im Bauch. 4. Durch die Klinge in der Mitte anleihen schon. Du musst immer so Styropor nehmen. Ah, Styropor. Bah. Ich hasse dieses Geräusch von Styropor. Ekelhaft sowas. Dann doch lieber die Qualle. Spenden-Sound. Ja, das ist ein sterbender Kremlin. Das ist so ein schönes Geräusch. So ein befriedigendes Geräusch. Und auf die Kremlins drauf schon machen. Umso blöder finde ich es, dass die dann ja, das rausgenommen haben aus den Game & Advance-Versionen. Da machen die ganz andere komische Geräusche. Quietsch, quetsch. Ja. Nebenbei, das Lied hier, wo man eine Beere bekommt, geht 15 Sekunden lang. Okay. Und du hast nur in den ersten paar Sekunden was gehört. Warum geht das Lied bitte so lang? Hm. Sadisten mögen es, von Gladiantrium arm zu werden. So, meine lieben Gladiantris, wie viele von euch haben jetzt eine gute Fähigkeit? Na? Moment. So. Na? Komm, zeig mir eins. So viele weibliche erstmal schon wieder. Oh, haben alle Siegeswille. Schick. Aber das hier hat eine zu schlechte Spezialverteidigung. Alle anderen haben genau die gleichen Werte. Das heißt, ich kann die schon mal rausnehmen, bevor gar nicht ist. Ich würde überlegen. Das Einzige, was dir noch gefehlt hat, war KP, ne? Ja. So muss ich gerade. Ja. Totale Spannung. Wird ein gutes dabei sein. Wir sehen es jeden Augenblick. Nein. Du schon mal nicht, aber du warst eh weiblich. Das nächste weibliche sagt... KP, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Nope.
Und das Männliche sagt... P, Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Init! Oh yeah! Das ging fix. Das ist der Ausgleich für Schwurb. Perfekt. Was haben wir denn da unten noch? Vielleicht ist da noch ein gutes dabei. Stimmt, da war die ganze Vorbereitung aber eher schuld. Ja, und das ist nicht so toll. Aber gut, damit hatten wir auch das zweite fertig. Hat ja fast nicht lang gedauert. Aber wobei, es hat wirklich nicht lang gedauert. Es war wirklich sogar die... Habe ich nicht gesagt, es sollte die zweite Runde sein? Mhm. Das war wirklich die zweite Runde. Glaube ich. Einmal halt mit ein paar mehr TVs und einmal jetzt direkt mit dem richtigen. Perfekt. Gut, dann ist Zwiffens als nächstes dran auf der Liste. Das heißt, ich brauche erstmal ein Monozyto auf Level 40, glaube ich. Oder? Wertewechsel. Monozyto Level 40, Wertewechsel. Das war wieder so ein hohes Level. Das war die Macht der Janschelle. Halt ihm noch einen ins Gesicht. Ja. Das dauert so lange schon wieder. Dabei gibt es Wertewechsel nicht als TM? Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Habe ich da gerade was im Kopf? War das nicht mal eine TM? Ja, bis zur vierten Gen war es eine TM. Ja. Schade. Kannst du mal bitte auf Zwirlicht gehen und gucken, mit, von wem er alles Wertewechsel theoretisch bekommen kann? Yep, dein Wunsch ist mit Befehl. Danke. Monozyto, HP Kampf. Ja, ich erinnere mich. Okay, Monozyto ist wirklich das Einzige, was ich aus dieser Gen machen kann. Das heißt, ich muss das sogar so machen. So. Dann müssen wir das Ding mal eben 18 Level hochtrainieren. Das könnte ein bisschen dauern. Ja. Weiter, nehmen, gib das wieder her. Du kommst dann auch mal eben hier in die Elternbox, mehr oder weniger. Diese ganzen Froxys, ne? So, du kommst mal dahin. Wie trainiere ich den jetzt am schnellsten auf Level hoch? Kann man Monozytos oder Methodos fangen eigentlich? Vielleicht kann ich einfach ein stärkeres fangen. Das würde wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Spiegelhöhle. Ne, da sind sie zu schwach. Kann man Methodos irgendwo fangen? Kontakt Safari. Ist auch nur Level 30. Na dann. Gehen wir es trainieren einfach. Wo kann ich denn ganz schnell mal eben trainieren? Ich würde ja schon fast das Restaurant einfach nehmen für die Level. Café Deluxe? Was ist denn das Café Deluxe? Was ist denn das Café Deluxe? Schauen wir doch mal. Wahrscheinlich irgendwas in die Lumina. Wobei, konnte man in den Cafés nicht auch kämpfen? Da war ja was. Für Geld. Dass man sich da irgendwie was trinkt und was kämpft oder so. Kann sein. Im Restaurant dauert halt eben so eine Weile. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn für Restaurants sonst noch? Nur die vier, ne? Das Restaurant Deluxe. Oh, was ist denn das für eins? Schauen wir uns doch mal das Restaurant an. Achso, das ist das Drei-Sterne-Ding. Ja, toll. Das heißt Deluxe? Gut, dass ich das ständig trainiere und nie gucke, wie das Ding heißt.
Ja gut, machen wir es mal ganz schnell. Hab ich irgendein Pokémon, was auf Level 100 ist und eine Attacke kann, die Balls trifft? Jetzt die Schallwelle zur Not. Ist noch nicht stark genug. Jetzt das Erdbeben, ne? Ja. Bei Erdbeben trifft dann wiederum die ganzen fliegenden Viecher nicht. Machen wir es ganz einfach. Nee. Nehmen wir einfach dich hier. Kloppen wir uns einfach mit Zacks durch. Im Café bekommt man nur Pokédex-Einträge. Ah, okay. So war das dann. So, wo habe ich den TM-Schutzschild? Da. Und Zyto, lern mal bitte Schutzschild. Für Übernahme. Dann gehen wir einfach mal, machen ein paar Doppelkämpfe im Restaurant und leveln ihn mal eben ganz.